Wir werden jetzt hören One Identität to Rule Them All von Eva Stöve, vielen wahrscheinlich besser bekannt als Kazatzi. Einen kleinen Applaus bitte. Ja, danke, genau. Ich würde eher sagen, eine Identität to rule them all, um alle noch in der Sprache zu verwirren, aber genau. Man fängt ja typischerweise bei einem Vortrag an mit, wer bin ich? Und das ist in diesem Fall eine gute Frage, da wir über Identität sprechen. Also, ich bin Eva Stöve, ich bin in Köln geboren, ich habe eine Mutter, die ist Lehrerin für Deutsch, Pädagogik und Philosophie gewesen, und mein Vater hat am Rechenzentrum der Uni Köln gearbeitet, vorher promoviert in Physik und ähnliches, und ich habe eine Schwester. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wollt das eigentlich so gar nicht wissen, richtig? Ja, außerdem bin ich Kayla Shoda. Ich mache Cosplay, zum Beispiel insbesondere bei Klingonen. Das ist meine klingonische Identität, dann auch irgendwie so, also mein Identitätsausweis. Außerdem mache ich Steampunk und mache da ein bisschen was. Und ich habe ziemlich viel getanzt, insbesondere schottische und historische Tänze. Könnt ihr mich gerne auch was zu fragen. Und ja, derzeit fahre ich auch ziemlich viel und gerne mit dem Fahrrad. Meine letzte größere Sache war zur MCH von Köln auszufahren. Genau, und solche Dinge. Aber ich glaube, auch das interessiert euch nicht wirklich. Also, ich bin Kazatzi. Ich bin bei den Projekten, also als Projekte mache ich so freie Softwarefreunde, und ich bin bei CSHerd lange aktiv gewesen, im Moment nicht so schrecklich aktiv, aber CSHerd wird in dem Vortrag ein bisschen vorkommen. Und im CCC-Kontext organisiere ich häufiger mal Stage Manager und Herolde, nicht hier, aber auf Camps und Kongressen und so. Und ja, ich bin auch manchmal im Himmel aktiv, hier im Trolldesk. Und bei der C3 News Show bin ich auch ziemlich viel hinter der Kamera, teilweise vor der Kamera. Also ja, schneiden tue ich nicht, aber trotzdem. Und ähnliches. Und bei der Divoku war ich auch dabei. Und ja, ich bin eigentlich typischerweise regelmäßig Helferin bei solchen Events. Und daher kennt ihr mich wahrscheinlich auch. Ist das wichtig? Ja, also für mich ehrlich gesagt schon. Ob das für euch wichtig ist, werden wir sehen, und ob das für den Vortrag wichtig ist, könnte vielleicht relevant sein für die Qualität vom Vortrag oder die Inhalte vom Vortrag, oder vielleicht inwieweit ihr jetzt dem vertraut, was ich erzähle. Könnte vielleicht auch relevant sein, warum ihr das wissen wollt. Tatsächlich, wenn man so ein bisschen was den Talk anschaut, ist tatsächlich beispielsweise manches relevanter, was ihr eben gesagt habt, ist nicht so wirklich das, was ihr hören will. Nämlich, es werden sicherlich philosophische Aspekte drin vorkommen, und ja, mein Vater hat mich sicherlich auch irgendwie in die IT gebracht. Insofern, die Hintergründe meiner Eltern könnten vielleicht auch eine kleine Rolle gespielt haben bei mir und dem Talk oder so. Genau, aber für mich ist jetzt erstmal wichtig meine Ich-Identität, und das ist das, was ich so ein bisschen versuche, mal so ein bisschen drauf einzugehen. Was ist das so? Das ist mein Name, Geburtsdatum, vielleicht Titel, Herkunft, Alter oder sowas in der Art, und dann Beziehungen oder irgendwie Status in irgendwelchen Gruppen oder der Gesellschaft oder ähnliches. Meine Erfahrungen und Erlebnisse, die ich so gehabt habe, beispielsweise bei der Fahrradtour, die ich da erzählt hatte. Meine Fähigkeiten, also was ich so alles kann, und mein Wissen, was ich so mir im Laufe der Zeit halt so angeeignet habe. Solche Dinge sind relevant, aber auch Körperbild, wie sehe ich mich selbst als Tänzerin, auch mein Körperraumbewusstsein, also wie ist gerade mein Körper im Raum angeordnet, wo ist das und ähnliches, ist für mich halt auch relativ relevant. Das ist auch, glaube ich, für die meisten Menschen auch relevant. Bilden wir selten ab, aber ist auch ein wichtiger Teil unserer Identität. Und Geschlecht müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren, dass das für sehr viele Menschen relevant für ihre Identität ist. Dann aber auch sowas wie Gedanken, Wünsche, Ängste, und auch ein sehr zentraler Anker der eigenen Identität ist typischerweise das moralische Konstrukt, was wir im Kopf haben, was wir für gut und schlecht und ähnliches erachten. Das mag sich im Laufe der Zeit verschieben, aber typischerweise ist das für uns selbst sehr relevant und identitätsstiftend. Ja, das macht im Prinzip so ein bisschen was aus für mich. Wer bin ich? All das, was ich gerade beschrieben habe, und sicherlich auch noch mehr Punkte, machen mich aus und unterscheiden mich von allen anderen irgendwie. Keiner hat all das genauso identisch wie ich, und das ist so ein Unterscheidungsmerkmal zwischen mir und jedem von euch und wieder jedem von euch und jedem anderen hier im Raum oder wo ihr sonst gerade auch immer sein möchtet. Im Endeffekt ist das erstmal die Trennung vom Eigenbild zum jeweils anderen Bild.
Genau, so. Wie ist jetzt unsere Identität? Genau, es geht darum, uns von anderen Personen abzugrenzen. Die eigene Selbstwahrnehmung, wie gesagt, aber auch die Wahrnehmung von anderen zu mir, also dass ihr mich jetzt unterscheidet von beispielsweise Anne, die mich halt angekündigt hat beispielsweise. Und aber auch, um vielleicht eine Person zu beschreiben, das ist die Person, die, wenn ihr halt irgendwem anders da was sagen wollt. So. Also, beispielsweise bin ich hier auch schon beschrieben worden als die Blockchain-Talks hält. Ja, ich habe morgen auch noch einen Blockchain-Talk, wenn ich das schaffe. Solche Dinge halt. Ja, aber sie sind auch teilweise die Punkte, Grundlage davon, wie wir uns verhalten, welche Interaktionen wir mit anderen Personen halt angehen, wie wir diese Interaktionen angehen und auch wie wir gemeinsam mit Personen handeln, also auch als Gruppe oder Zusammenschluss von Menschen. Dafür ist jeweils die Identität der einzelnen Personen, die daran beteiligt sind, halt auch immer zentral wichtig für uns, für denjenigen selbst, aber auch für alle anderen. Wie sieht das Ganze im Alltag aus? Was brauchen wir von all den Sachen, die wir gemacht haben, da, aufgezählt haben, eben da typischerweise? Sehr, sehr häufig müssen wir halt sowas angeben wie Name, Adresse, Geburtsdatum und ähnliches. Das wird so in dem bürokratischen Kontext und ähnliches so offiziell eigentlich so typischerweise verwendet. Und so, das ist das, was wir typischerweise auch auf unserem Perso oder Pass oder sonst was drin haben, was man so, wenn man an Identität im von Menschen denkt, so typischerweise dran denkt, so was da so drin steht, also vielleicht auch sowas wie Herkunft und was auch immer halt. Jetzt gehen wir mal wirklich in den Alltag und gehen mal in eine Bäckerei und versuchen da was zu kaufen. Wer ist in der Bäckerei schon mal nach dem Namen oder Alter gefragt worden? Gut, Alter vielleicht schon, wenn man das mit 7 Jahren versucht hat, ein Brötchen zu kaufen oder sowas in der Art, aber wer von euch ist mal nach dem Namen gefragt worden? Wow, eine Person, zwei. Ja, gut, bei Vorbestellungen, ja, genau. Richtig, das ist ein guter Punkt. Da kommt nämlich dann ein Punkt mehr dazu. Aber wenn ist ein sehr guter Punkt für später, merke ich mir. Es ist sogar so, dass man, also ich habe eine Bäckerei, zu der ich halt sehr häufig hingehe. Da bin ich sozusagen Stammkundin. Und die wissen einiges über mich. Die wissen, wann ich komme, wann ich aufstehe, sonst irgendwas in der Art. Irgendwann hat man mal über dies oder das geredet. Die kennen meinen Namen ja von der Vorbestellung, aber ansonsten halt eigentlich nicht. Die wissen nicht, wo ich genau wohne. Die wissen, ich wohne in der Gegend, weil ich komme halt immer mal wieder oder so. Aber ansonsten wissen die all diese typischen Dinge typischerweise nicht. Und sie wissen auch nicht, für wen ich einkaufe. Ich kaufe häufiger mal etwas für meinen Vater, der in der Nähe wohnt, halt auch mal mit ein und bringe was vorbei oder ähnliches. Das interessiert einen Laden aber typischerweise nicht. Man denkt immer so, ja, wenn ich ein Geschäft mache, dann muss ich ja genau wissen, wer der andere ist. Bei der Vorbestellung, wenn es halt auf Zeitverzug ist, ja. Aber im Geschäft muss ich das gar nicht wissen. Das interessiert auch niemanden. Es gibt da tatsächlich auch den es angeht, Geschäfte, so ins Deutsche übersetzt, so vom Legalen her. Also das ist wirklich halt, es interessiert den Verkäufer nicht, wer der Vertragspartner ist. Ob das die Person ist, mit dem der Vertrag gemacht wird oder ob der Vertrag mit wem anders dann gemacht wird, solange das Geld dann jetzt bezahlt wird und das Ganze abgeschlossen wird und eigentlich dann vorbei ist, interessiert es die Händler typischerweise nicht, für wen das Geschäft ist, solange halt ein paar Randbedingungen erfüllt sind. Also nein, es ist nicht wirklich immer wichtig, wer wir genau sind, und ganz häufig, wo wir glauben, dass es relevant ist, ist es halt gar nicht. Anderer Kontext, in den ich mal so ein bisschen was gehen will, ist so ein Social Event oder so ein Event wie hier oder sowas in der Art. Wir stehen dann beispielsweise in der Schlange. Ich habe gestern beispielsweise auch in der Schlange, in der Essensschlange gestanden, und dann ist halt mal was passiert und dann gab es einen lustigen Kommentar und dann ist man ins Gespräch gekommen und ich glaube, sowas kennen wir alle, und dann hat man irgendjemand angefangen, da noch eine Geschichte zu erzählen, und die andere Seite hat auch mit der Geschichte geantwortet, und dann so irgendwann hat man mal gefragt, hey, und was machst du so und welches Projekt oder sonst irgendwas in der Art machst du so oder wo kommst du her oder sowas, und dann irgendwann so am Ende denkt man so, wer bist du eigentlich? So, hast du Namen oder sowas in der Art? Da kommt man von einem normalen gemeinsamen Erlebnis über eine Interaktion zu einer Relation zu der Person, mit der man dann halt dann da ist und interagiert. Hat sicherlich irgendwelche Emotionen und sonst irgendwas drin, aber diese typischen klassischen Identifizierungsmerkmale. Man natürlich hat ein Gesicht oder sowas typischerweise vor sich. Okay, jetzt bei meinem Cosplay vielleicht auch nicht unbedingt.
Und sowas wie Name oder ähnliches, okay, wir laufen hier mit einem Badge rum, aber auch da schaut man dann erst sehr spät hin, wenn überhaupt, ist erstmal nicht relevant für uns, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt, diese Merkmale, diese persönlichen internen Merkmale sind für uns halt schon irgendwie wichtiger als diese anderen Sachen, die wir halt herausgearbeitet haben. Das ist so ein bisschen, ja, was wir so darstellen immer, ist halt nicht so ganz, was für uns als Menschen relevant ist im echten Leben. So, ich wollte mal ein bisschen was noch in die Historie so gehen, was, wie ist es früher so gewesen, das ist jetzt hier alles so sehr informell und ähnliches. Früher so traditionell, wenn man dann so mal irgendwie mitgenommen worden ist, passiert aber auch hier ganz häufig noch, ist eine Vorstellung, eine Person geht her und stellt jemand anderem eine Person vor und ja, also das sind drei Personen beteiligt, eine Person kennt beide und die stellt die Leute sich gegenseitig vor. Was da passiert, ist sehr interessant, denn gewisserweise die neue Person, die total unbekannt ist, die genauso unbekannt gewesen ist wie die Person vor mir in der Schlange, erbt dann so ein bisschen Vertrauen und Hintergrund und sonst irgendetwas von der vorstellenden Person im Kopf der Person gegenüber, der vorgestellt wird. Also die Person, die jetzt die andere Person vorgestellt bekommt, identifiziert so ein bisschen was, kommt von der Person und wird dann schon okay sein, ne? Und das könnt ihr auch gern mal bei euch im Kopf so ein bisschen was durchgehen. Also wenn jetzt hier jemand halt von einem Projekt rüber geht zum nächsten Projekt oder sowas in der Art, da nicken schon zwei sehr ordentlich. Wahrscheinlich seid ihr so enge Freunde geworden oder ähnliches. genau, man, wir erben halt auch diverse Dinge. Diese Beziehung zu der anderen Person, die ist für uns halt auch super, super wichtig. Und diese Relation zwischen Personen ist halt zentral. Die bilden wir aber typischerweise nicht wirklich ab. Dann noch so ein anderer Aspekt zu menschlicher Identität, so ein bisschen was, wie und was erkennen wir halt andere Menschen. Beispielsweise, wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen oder sowas in der Art, da ist dann halt irgendeine Kellnerin oder so, eine Person, die uns da bewirtschaftet und das ist eine sehr ritualisierte Interaktion. Klar, wenn man Stammkunde wird und immer wieder hinkommt oder irgendwas Besonderes passiert, kristallisiert sich da so ein bisschen was, aber typischerweise ja, geht man halt auf eine Sache hin und her und hat dann ein bisschen was nach einem Kopf, ja, da kann ich wieder hingehen, da waren die Leute nett oder die waren halt nicht so nett oder sowas, das ist so das, was wir anschließend im Kopf haben. Anderes Beispiel, wenn wir eine Gruppe von PolizistInnen halt irgendwo haben, die sind teilweise, werden nur als Block wahrgenommen und das ist auch ganz bewusst also hervorgeführt, dadurch, dass die eine Uniform tragen, teilweise in bestimmten Kontexten sogar mit sehr, sehr wenigen Identifizierungsmerkmalen noch, teilweise noch mit Helmen und ähnlichem, je nachdem, wie es halt ist, teilweise auch weniger, aber da wird auch ganz, ganz bewusst die Uniform in den Vordergrund gestellt und sie auch bewusst nicht als ich bin jetzt der Peter Müller, der da halt steht, sondern oder die Sabine Schmidt oder was auch immer, sondern als Vertreter des Staates. Sie agieren ja auch gar nicht mehr wirklich als sich selbst, sondern sie sollen als Agenten von anderen halt da gesehen werden. Hier kommen wir ganz anders hin. Aber wenn wir dann, das ist nicht immer so, wenn wir halt mit Leuten halt beruflich zu tun haben. Wir können uns, glaube ich, alle an unsere Schulzeit erinnern und ich sage es halt, denkt an irgendeinen Lehrer, eine Lehrerin, die ihr gehabt hat und ihr wisst sicherlich sofort, was gewesen ist. Ihr habt tausend Geschichten, ob die nun lieb gewesen ist oder ob er nun immer lustig gewesen ist oder was auch immer. Oder böse Noten verteilt hat oder einfach blöd gewesen ist. Ihr habt ganz, 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 ganz viele Facetten über diese Person. Das heißt, über die längere Interaktion mit diesen Personen tritt tatsächlich die Person und in den Vordergrund. Natürlich ist das immer noch in der Rolle oder sowas von der unterrichtenden Person, bei guten Lehrern zumindest, bei miserablen Lehrern ist es vielleicht irgendwann so, dass man dann selbst den Lehrern was beigebracht hat oder so, aber typischerweise ist es halt umgekehrt herum. Und die sehr, sehr lange Interaktion von mindestens einem halben Jahr oder Jahr oder teilweise Jahren, die bringt für uns dann eher die Person in den Vordergrund. Also wir haben hier so oben mehr so die Rollen und unten die Personen. Und wir haben Rollen, das ist halt wichtig zu sehen, dass wir in Rollen agieren. Aber wir haben da so ein Wechselspiel zwischen Rollen und Personen, das verschwimmt irgendwo. Und diese Personen haben diese Rollen, aber bekommen halt auch weitere Sachen dazu. Und es gibt auch Menschen, die noch Jahre später irgendwann zu ihrer Klassenlehrerin fahren oder ihrem Klassenlehrer fahren und sehr, sehr vertrauensvolle Gespräche mit denen führen können, für die das dann jeweils auch für beide Seiten halt ziemlich gut ist. Also meine Mutter
wie gesagt, Lehrerin, ich bin Lehrerkind, auch umgekehrt rum passiert sowas halt auch schon mal. Und es ist dann halt nicht nur die Lehrerin, sondern halt eine wichtige Vertrauensperson dann vielleicht auch irgendwo. Also da kann man auch von der Rolle halt was verschieben. Das sind erstmal so, ich wollte hier so ein bisschen was grob so darstellen, wie wir als Menschen Identität halt so grob haben. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen was zu übersetzen. Kommen ein bisschen was mehr so in auch IT-Sprache rein, aber sind wir noch nicht ganz. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass wir kontextabhängig halt agieren irgendwo. Wir haben verschiedene Datenpunkte, wie halt Alter, Geschlecht, Name, Beruf, was auch immer, halt all die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, Radfahrerin oder so etwas, die in verschiedenen Punkten relevant sind. Also beispielsweise, wenn ich jetzt in einen Sportverein reingehe, ist vielleicht super relevant, auf welcher Ebene ich schon mal irgendwann Wettkämpfe gemacht habe oder wie viele Kilo ich stemmen kann oder was auch immer in dem entsprechenden Sport relevant ist. Das sind da super wichtige Dinge, die dann auch vielleicht irgendwo dabei Strava irgendwelche Sachen oder ähnliches, die sind da super relevant in meinem Sport. Die sind aber außerhalb vom Sport im Zweifel total irrelevant. Und auch die Werte, die da sind, also was man halt genau da reintut. Ich habe eben gesagt, ich bin Kayla Schudar, ich bin Katzazi, ich bin Eva Stöwe. Das sind in den jeweiligen Kontexten die relevanten Namen von mir. Aber halt in den relevanten Kontexten. Vielleicht haben andere, also ich bin jetzt mit Eva gesegnet oder verflucht mit einem Namen, der relativ kurz ist und nicht so wirklich einlädt, da Spitznamen draus zu machen. Anderen geht das anders, die haben dann auch verschiedene Spitznamen in verschiedenen Kontexten, also jetzt nicht nur den eigenen Nickname, sondern also den Nickname, sondern da verschiebt sich dann vielleicht auch der Name halt, also die verschiedenen Werte wechseln. Und die Vergleichspunkte sind halt unterschiedlich und die Referenzen, auf die wir uns beziehen, die Personen, auf die wir uns beziehen, sind halt auch total unterschiedlich, je nach Kontext, in den wir uns begeben. Mein Chef ist im beruflichen Kontext vielleicht super relevant, aber wenn ich jetzt halt dann mit der Radfahrtruppe unterwegs bin, interessiert die einen Scheißdreck, wer mein Chef ist, weil er jetzt nach allem, was ich weiß, kein großer Radfahrer ist oder sowas in der Art. Ne? Also nur so als Beispiel. Genau, also die Übertragbarkeit zwischen diesen Kontexten kann man sich ja mal so ein bisschen was überlegen. Also wie kann ich halt von einem Kontext etwas übertragen? Klassisch gesehen gibt es die Annahme, zum Beispiel in Bewerbungen oder bei der Bank, dass wir von einem Kontext relevante Informationen in den nächsten übertragen können. Zum Beispiel, wer einmal gute Noten gehabt hat, wird auch in Zukunft gut performen. Wer einmal etwas abgezahlt hat, wird auch in Zukunft wieder was abzahlen. Wer einmal irgendwas, wird auch in Zukunft irgendwas. Das ist so diese schönen, tollen Statistiken, die wir da so im Hintergrund haben. Machen wir mal so den Realitätscheck. Sind Noten so wirklich relevant, übertragbar von einem ins andere Bereich? Irgendwie so, also ich habe teilweise ziemlich gute Noten in Mathe und Naturwissenschaften und ähnliches gehabt. Meine Noten in Sprachen waren so, naja, mittlerweile ist mein Englisch eigentlich schon ziemlich gut und ich habe im englischsprachigen Ausland schon gearbeitet ohne Probleme und dort auch Talks gehalten und ähnliches. Oder bei den Anwälten in Recht erklärt oder sowas in der Art. Nee, ist jetzt nicht so relevant. Genau, ja, und ich habe auch mal gehabt, dass ich in dem gleichen Schuljahr in Französisch eine 1 und eine 6 geschrieben habe. Meine einzige 6 zum Glück, aber und meine einzige 1 in Französisch auch leider. Aber gut, ich denke, es ist auch sehr abhängig von wegen welcher Lehrer, welche sonst irgendwas und man kann nicht sagen, dass halt bloß, weil jemand einmal gut gewesen ist, irgendwie immer weiter gut sein wird. Noch viel krasser bei dem Bankending, wenn ich einmal einen Kredit abgezahlt habe, habe ich dann eigentlich überhaupt noch Geld übrig, um den nächsten Kredit abzuzahlen? So, gute Frage. ja, also das Übertragen ist schwierig und inwieweit halt wir in einem Kontext auftreten oder halt agieren, ist von sehr, sehr vielen Dingen abhängig. Also diese Kontexte, die wir dann haben, hängen von den beteiligten Personen ab, von den beteiligten Rollen. Ich kann ja auch mit den gleichen Leuten in unterschiedlichen Rollen halt interagieren. Was weiß ich, wenn ich jetzt hier am Trolldesk gesessen habe, habe ich eine andere Rolle gehabt, als wenn ich jetzt mit demjenigen im Projekt halt irgendwas gehabt habe oder ähnliches. Und es ist auch sicherlich abhängig von Stimmungen und Stress, dem zur Verfügung stehenden Geld haben, Guthaben, jetzt in dem Fall mit der Bank oder ähnliches, da spielen halt viele, viele Dinge halt mit rein.
messbare, weniger leicht messbare und feststehende, wechselnde. Ja, das sind so unsere Kontexte, die sich halt da verschieben. Genau, und unser Verhalten, wovon ist das dann halt auch nochmal so ein bisschen was abhängig? Das ist nämlich die Identität, die wir da halt dann bringen, die wir in den verschiedenen Kontexten bringen, ist auch unterschiedlich. Ich verhalte mich hier ein bisschen anders als bei mir im Job bei der Firma. Ja, und die haben so einen Talk auch schon mal gesehen. Ja. Oder in meinem Freundeskreis. Da haben viele mit CCC, IT oder ähnliches überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, ich mache Cosplay oder solche Dinge. Die interessieren solche Themen, wie wir hier haben, am Rande. Es gibt manche, die das auch interessiert, aber ja, da trete ich halt im Zweifel als Klingonin auf und mache keine Ahnung was. Aber auch bei meiner Familie. Ich glaube, wer hier im Raum ist der Meinung, dass verallgemeinert jetzt unterwegs gewesen, gegenüber der eigenen Mutter genauso agiert wie jetzt gegenüber dem Sitznachbarn oder der Nachbarin. Ich glaube, die wenigsten würden genauso auftreten. Und zwar nicht, weil wir hier auf einem total abstrusen Event wären, sondern weil wir einfach in einem komplett anderen Kontext sind und mit unserer Mutter eine ganz andere Geschichte haben und auch eine irgendwo Abhängigkeit, die jetzt einfach gegeben ist, die auch in alle möglichen beide Richtungen und sonst irgendwas geht. Oder halt, gut, manche sind hier vielleicht auch irgendwie halb im beruflichen Kontext, deswegen verschiebt sich das da was, aber trotzdem, man kann halt irgendwie nicht sagen, dass man genau das Gleiche halt macht. Oder im Fitnesscenter tritt man sicherlich auch so ein bisschen was anders auf, als man dann, keine Ahnung, beim Job auftritt oder sowas in der Art. Also ich zumindest verhalte mich bisschen was anders und okay, das Kleid habe ich auch schon im Job angehabt, aber ich habe hier im Zweifel auch Kleidung an, die ich nicht unbedingt im Job anziehen würde, je nachdem, was gerade abläuft. Genau. Aber hier sind sie passend und dort wären sie unpassend. Umgekehrt darum, okay, wenn ich jetzt hier Anzug vorkommen würde, würdet ihr einfach auch sagen, ja okay, ist halt ihr Kink oder sonst irgendwas in der Art, würdet ihr akzeptieren, aber es wäre halt nicht das, was man hier erwarten würde. Also es ist halt mehr als nur eine Rolle, die wir halt in so einem Kontext annehmen. Wir wechseln nicht nur die Rollen, sondern wir wechseln auch so ein bisschen, was wer bin ich und was mache ich und wie agiere ich in den verschiedenen Kontexten und was ist relevant und was halte ich raus und wie schnell bewege ich mich, wie halte ich meinen Körper allein auch schon. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wenn man mal darauf achtet. Wie gesagt, ich habe einen Tanzhintergrund, ich achte auf sowas schon mal. Und das ist toll zu sehen, wie halt eine Person in einem Kontext ein bisschen was schüchtern und irgendwie so, und dem anderen dann halt so halt auftritt und so, ja, und ich kann das und hier und schön und ich kann euch erzählen. Und dann kommt die andere, hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Was es ja auch spannend macht. Genau, so. Wer bin ich? Ist das überhaupt die richtige Frage? Vielleicht sollte man mehr fragen, wie viele bin ich? Da gibt es dieses schöne Ding, ich habe 6 Stimmen in meinem Kopf, die sagen, ich bin normal. Und eine, die summt die Tetris-Titelmelodie. Wer von euch kann mitsummen? Ja. Jetzt haben wir einmal Tetris-Einlage aus dem Publikum, für das Publikum. Genau. Aber so von der Idee, diesen Spruch gibt es halt so ein bisschen was. Und ich würde trotzdem sagen, dass gesunde Menschen typischerweise 1 sind. Aber je nach Kontext und Gegenüber und Rolle wechselt dieses Eins, verschiebt sich dieses Eins so ein bisschen was. Es gibt Elemente, die typischerweise bei mir auch in anderen Kontexten wahrscheinlich nicht weggehen, die halt da sind. Oder ich pretende halt irgendetwas oder was. Vielleicht werde ich das T-Shirt anziehen sollen, da habe ich auch so ein schönes I pretend to be normal T-Shirt. Aber wir haben dieses, gesunde Menschen sind meistens 1 in dem Kopf und wechseln dann halt so ein bisschen was hin und her. Aber wir haben halt diese verschiedenen Sachen. Wir haben unterschiedliche Persona mit verschiedenem Verhalten und reproduzierbar unterschiedlichem Verhalten je nach Kontext und auch erwartetem Verhalten in verschiedenen Kontexten. Bloß weil ich jetzt die Rolle Speaker einnehme, mache ich, glaube ich, andere Dinge wie der Nächste, der hier, oder die Nächste, die hier dann Speaker ist, ist trotzdem die gleiche Rolle. Deswegen, ihr erwartet auch unterschiedliche Personen da. Und wir mischen diese Sachen
nicht wirklich gerne oder nur so begrenzt. Das ist nicht unserem Interesse. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass es ganz, ganz viele Slapsticks gibt, wo halt dann mal, keine Ahnung, dann irgendwie die Freundin im Büro auftaucht oder man halt mit dem Sportoutfit irgendwo, keine Ahnung, bei der Mutter dann ist oder bei der sonst irgendwie. Es gibt ja ganz, ganz viel Slapstick. Das ist ein großer, großer Teil von dieser Slapstick-Sache. Es ist etwas, was peinlich wird, was schwierig wird und was teilweise auch datenschutzrelevante Dinge halt hat und teilweise vielleicht auch berufliche Konsequenzen haben könnte, je nachdem, was man jetzt da genau durcheinander bringt. Hallo? Da. Genau, so, und jetzt wollte ich halt so ein bisschen, weil wir sind hier so ein bisschen was doch eher bei der IT-Veranstaltung, auch da mal so ein bisschen was draufgehen. Was haben wir für Identitäten in der IT? Das ist der Punkt, wo ich eigentlich danach auch hingehen möchte. Genau. Identität in der Software ist ein sehr überladener Begriff. Was ich nicht machen möchte, ist irgendwelche mathematischen Identitäten, darum geht es mir nicht. Also es gibt einen mathematischen Begriff, auch kein technischer Begriff oder Elemente in Programmiersprachen, da gibt es auch Identitäten. Lassen wir jetzt mal alles weg. Gemeint ist weiterhin der Personenbezug, den wir als mit Identität in Software versuchen abzubilden. Historisch gesehen, bin gerade mit den Folien was durcheinander. Ist da halt, wie gesagt, es ist halt erstmal wieder relevant, Entschuldigung, das Abgrenzen von anderen Personen wieder, also genau dieses Feststellen, wer agiert da gerade irgendwie und auch so ein bisschen was, dann haben wir wiederum die Frage, was bilden wir damit wie wo ab und in welchem, wofür verwenden wir das und ähnliches, solche Punkte sind da mit dieser Software-Identität relevant, je nach jeweiligen Kontext dann auch wieder und die Frage, die ich dann halt stelle, ist das, was wir da gerade erleben, was da passiert bezüglich Identitäten in Software, also Personenidentitäten in Software, ist das das, was auf uns passt, ist das das, was mit dem, was ich eben erzählt habe, was so menschliche Identitäten irgendwie so ausmacht, passt das überhaupt dazu? So und jetzt mal tatsächlich die historische Entwicklung. Der erste Ansatz, irgendwo irgendwie Personen darzustellen, waren Accounts, so tendenziell Kundendaten, Bankkonten oder ähnliches in alten, als wir noch nicht Vernetzung hatten, als wir noch nicht mal innerhalb von, also als vielleicht in einem Unternehmen ein Rechner gewesen ist oder sowas in der Art, wo man dann tatsächlich vielleicht mal so Kundendaten oder Lieferantendaten oder ähnliches drin hatte. Deswegen auch Accounts, weil eben diese Konten da halt im Vordergrund gestanden haben mit den relevanten Sachen, die da halt gepflegt worden sind, so historisch gesehen. Da sind vielleicht bisherige Transaktionen, auch wieder halt Interaktionen zwischen der Firma und demjenigen, der da halt abgebildet ist, oder Guthaben, Inventar oder Aufträge drin. Also schon einige verschiedene Dinge, je nach Kontext. Aber es war halt im Prinzip eine große Datenbank, mal blöd gesagt, und war ja keine Interaktion so direkt drin, halt nur halt die Historie so ein bisschen was abgebildet, wenn überhaupt. Manchmal war auch nur einzelne Daten halt da drin. Dann später, sehr viel später, ist es dann auch dazu gekommen, nicht sehr viel später, dass wir halt Vernetzungen drin hatten, dass wir verschiedene Leute gehabt haben, die halt an den Rechnern agiert haben und ähnliches. Und es wurde immer wieder wichtiger, dass halt man vielleicht nicht sagt, dass jeder an dem Rechner alles darf, sondern vielleicht man doch irgendwie dafür sorgt, dass manche Dinge nur durch Leute, die wissen, was diese komische Tastenkombination da macht, dann so nur dann halt irgendwelche Effekte haben sollten oder ähnliches. Ich glaube, wir können genügend Geschichten, was passiert, wenn man Leute, die keine Ahnung haben oder das nicht können sollten, an Dinge dran lässt. Da kamen dann sowas wie Ideen auf, vielleicht sollte man da Rechte halt reinbringen und verschiedene Rollen halt auch agieren lassen. Von wegen, ist das jetzt ein Sachbearbeiter oder ist das die IT-Fachfrau oder was auch immer. Womit man halt auch die globalen Einstellungen ändern kann oder ähnliches und auch die Software vielleicht einspielen kann, aktualisieren kann oder ähnliches. Wir wissen halt, Rechtemanagement kennen sich, glaube ich, sehr viele aus. Ich glaube, hier ist keiner davon verschont geblieben, sagen wir es mal so. Das Ganze ist typischerweise relativ hierarchisch aufgebaut. Vielleicht auch mal kann man halt diese Hierarchie wechseln, Linux ganz klassisch mit Sudo oder ähnlichem, aber gibt da alle möglichen Ansätze und teilweise kann man auch Rollen
sammeln, also akkumulieren, dazu bekommen. Also dadurch bekommen wir halt verschiedene Rollen und Kontexte, in denen wir halt agieren können. Dazu sind wir jetzt gerade Rolle Kontext Admin oder sind wir jetzt Rolle Kontext von normalen Bearbeiter oder was auch immer oder HR oder sowas in der Art, mag vielleicht auch nochmal eine wichtige andere Rolle sein in Unternehmen oder was auch immer. Genau. Dann haben wir aber auch, dass wir sehen, dass wir mit sehr vielen Programmen zu tun gehabt haben und typischerweise nicht nur an einem Programm mittlerweile arbeiten. Ist auch selbst dort, wo SAP eingesetzt wird, haben wir nicht nur SAP, sondern auch noch diverse andere Microsoft und sonst irgendwas Produkte. Klassischerweise beschmeißt mich nicht, es ist die Realität, mit der ich im Job zu tun habe. Und was auch immer, was für weitere da sind. Wir haben halt sehr viele Programme und klassischerweise kommen die jeweils mit neuen Accounts. Und klassischerweise wird dann halt gesagt, okay, du hast jeweils ein Credential für eines dieser Tools. Und bitte sei jetzt sicher und bitte mach ein Passwort für eines dieser Tools. Was dann dazu führt, dass die Menschen halt irgendwelche Zettelwirtschaft haben oder sonst irgendwas oder doch immer das Gleiche machen oder... Ja, wir kennen, glaube ich, die Probleme damit. Und natürlich für alle diese, natürlich hat man diese verschiedenen Tools für verschiedene Rollen und Kontexte, die man halt auch einnimmt. Genau, also dieses Passwort, dieses Credential-Problem kennen wir alle und es geht da so die Tendenz in Richtung Single Sign-On, dass man halt nicht mehr ein Credential für ein Produkt oder sonst irgendwas hat, sondern dass man halt einmal einen Single Sign-On hat und dann ist man in allem drin, was man dann so hat oder so. Vielleicht auch nochmal ein bisschen das Rollenrelevant aufgebrochen. Wie gesagt, es gibt da verschiedene Ansätze. Ich will jetzt nicht die technischen Produkte von irgendwem jetzt genau vorstellen. Aber es geht so ein bisschen was dahin. Wir sammeln halt all diese Sachen ein und zentralisieren die auf eine Schnittstelle, wo wir uns einmal credentialen und dann alle Rollen und Ähnliches darunter gebündelt werden, die jetzt, was weiß ich, in der Firma mit all den Programmen, die da laufen oder sowas halt relevant sind. Genau, wir haben also den Kontext und die Rolle dann so ein bisschen was gesammelt, aber sammeln das jetzt zusammen, akkumulieren das ein bisschen was in einer Instanz so ein bisschen was. Also es ist halt all das, was wir da halt haben in den verschiedenen Programmen, haben wir durch eine Instanz dann halt irgendwie abgebildet. So, wie ist das Ganze mit online? Das Ganze, wir sind ja mittlerweile vernetzt und ganz viel geht halt immer noch mehr und mehr ins Internet rein. Aber auch im Privaten gehen wir halt ganz viel ins Internet rein und ganz viele Angebote werden dort gemacht, ganz viele Websites, ganz viele alles Mögliche. Und sehr, sehr häufig wird dann als relevant, Referenz, Entschuldigung, unsere E-Mail oder unsere Telefonnummer dann, je nachdem, ob wir auf dem Smartphone sind oder sonst irgendwas, dann halt abgefragt, dass wir uns da auch darauf beziehen und dass damit dann unsere Identität doch irgendwie verknüpft sein soll. Ich hatte eben noch ein lustiges Erlebnis am Trolldesk, kam halt jemand an, so von wegen, ja, wer bist du? Ich war mir gerade nicht sicher, weil da zwei Namen halt ähnlich gewesen sind, habe dann nochmal so gegengecheckt. Die Person war sich auch nicht sicher, wie es geschrieben gewesen ist und haben wir nochmal Decknummer abgeglichen. Dann kam von der Person, die mir gegenüber stand, noch, ach ja, und du kannst auch nochmal schauen, ich habe da eine Google-Adresse hinterlegt. Damit ist also von wegen, damit klären wir so mal meine Identität ab. Das war so die Herangehensweise und ich meinte, ja, ich habe da gleich einen Talk dazu. Ich kenne noch ganz viele, die haben eine E-Mail-Adresse für eine Familie. Ob das nun sinnvoll ist, mag man es dahinstellen, aber ich kenne halt noch diverse Banden, das läuft. Oder eine Telefonnummer klassisch halt noch pro Familie, okay, weil halt man den Kindern halt noch kein Smartphone geben möchte oder sowas in der Art. Es gibt auch Menschen, die haben kein Smartphone, haben keine Telefonnummer oder noch nicht mal E-Mail. Also meine Oma hat bis zu ihrem Tod zwar eine Telefonnummer gehabt, aber keine E-Mail. Gibt's auch. Und es gibt ganz viele, da will ich jetzt niemanden anschauen, die halt massenhaft E-Mail-Adressen halt haben oder so die ganze Zeit halt wechseln. Es gibt aber auch halt tatsächlich viele normale Menschen, die je nach Kontext dann doch irgendwie so eine E-Mail-Adresse haben, die dann, was ich in der Uni dann eine E-Mail-Adresse hatten, da kenne ich ganz viele Geschichten von. Und dann war plötzlich die Uni zu Ende und man ist woanders hingegangen und die E-Mail-Adresse war halt bei der Uni und oder gerade ein Kollege hatte auch relativ viel mit der Firmenadresse gemacht und ist dann aus dem Unternehmen ausgeschieden und hat dann plötzlich ganz viel private Sachen halt auch verloren, weil die halt alle damit verknüpft gewesen sind. Also das ist so, ja, wenn wir unsere Identitäten an diese E-Mails knüpfen oder an die Telefonnummer, die man vielleicht ja auch mal wechselt,
ist das vielleicht nicht so wirklich das Intelligenteste, was man tun kann? Und dass dann danach gefragt wird, ist auch so ein bisschen was kritisch. Wie geht Social Media? Wir haben ja nicht nur das typische Online, sondern Social Media damit halt und ja, da werden sehr viele verschiedene Interaktionen gemacht, sehr viele verschiedene Chats mit einzelnen Personen, aber auch mit Räumen, Channels, wie auch immer die dann halt jeweils heißen, je nach Social Media, wo dann für einen bestimmten Kontext, ein Channel, Kanal, Rolle, was auch immer dann, Raum oder was auch immer, wie das heißt, aufgemacht wird, wo dann für diesen Kontext halt so ein Gruppending dann gebaut wird, wo man sich dann austauschen kann oder sowas in der Art. Ja, das ist dann aber alles aus all diesen, man geht dann in all diese verschiedenen Dinge rein und zwar typischerweise mit dem gleichen Account, mit dem gleichen Nickname, mit gleichem allem. Und ja, man kann da eventuell auch mehrere haben, aber diese Tools pushen einen doch sehr geschickt dazu, doch bitte, vielleicht ist es viel leichter, wenn du dann doch mal irgendwie das Gleiche, weil dann kannst du alles gleichzeitig sehen und ähnliches. Ja, es geht auch anders, aber ja, wir sammeln da halt auch gerne so ein bisschen was und gerade da, wo auch dann viel Privates und Berufliches und sonst irgendwas dann so vielleicht dann doch mal eine Rolle spielt und auch unsere verschiedenen Hobbys vielleicht eine Rolle spielen und auch unsere Familie vielleicht mit uns vernetzt sein möchte, kommen wir dann vielleicht doch darin, dass wir so ein bisschen ungutes Gefühl manchmal haben, je nachdem, was wir denn eventuell irgendwo halt posten oder wenn das geteilt und sonst irgendwas wird und vielleicht auch nicht gelöscht wird oder sonst irgendwas. Wir haben dann eine sehr leichte Verflechtung, also sehr, sehr leicht, die verschiedenen Kontexte zu flechten, verflechten und ähnliches. Ja, wir sind vielleicht aware und wir passen da vielleicht ein bisschen was auf, aber ich möchte von allen Menschen reden, nicht nur von uns hier, also so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, unsere eigenen Bedürfnisse, wie ich halt eben versucht habe herauszuarbeiten, ist, dass wir eben nicht unbedingt all diese Sachen immer aufeinander gestupft bekommen, dass wir selbst entscheiden können, was wir aufeinander stupsen, weil ansonsten haben wir eben genau diese Slapstick-Situationen immer mal wieder, die dann halt sehr hässlich sein können und tatsächlich vielleicht mal eine Karriere zerstören können oder eine gute Freundschaft beenden können oder was auch immer, auch wenn es eigentlich gar nicht schlimm gewesen ist. Genau. Die aktuelle Entwicklung, sowohl in den klassischen Kontexten auch sonst irgendwie, ist halt, dass wir immer mehr und mehr auf dieses eine Ding halt gehen. Gerade bei den Websites und Apps und sowas geht es halt auch immer mehr zu einer Form von Single Sign-On, nämlich halt so mit, hey, hast du vielleicht eine Google oder Apple oder sonst irgendwas Adresse? Hey, verknüpf das doch einfach mal damit und dann haben wir das doch so schön, oder? Das Ganze bei Social Media dann halt auch nochmal schön gebündelt und ähnliches und aber auch halt, wie ich schon gesagt hatte, das Single Sign-On bei den Firmen geht halt auch dahin, wir gehen halt in eine Sache. Aber auch unsere lieben Governments-Sachen, Bestrebungen gehen auch in die Richtung. Wir bekommen dort, also wir machen da ja diese schöne Digitalisierung. Im Endeffekt, das, was man mitbekommt, ist im Großen und Ganzen, wenn man jetzt von diesem tollen digitalen 49-Euro-Ticket absieht, im Großen und Ganzen werden da elektronische Identitäten gepusht. Und das ist so das, was wir zumindest im Großen und Ganzen sehen. Da wird halt ganz viel an unsere. Wir brauchen erstmal die elektronische Identität in diesem Kontext, bevor wir dann andere Angebote machen können. Anstatt jetzt zu sagen, sorgen erstmal dafür, dass wir halt nur einmal was einlesen müssen und dann Dinge tun können und dann halt die Digitalisierung in den den Behörden besser machen oder den Austausch dazwischen machen oder sonst irgendwas in der Art, ist der Fokus sehr, sehr häufig an dieser einen staatlichen Identität, die dann halt irgendwie kommt. Das kann man politisch dann irgendwie schauen, wie man will. Ich möchte im Moment erstmal nur diese Beobachtung sagen, dass halt überall dieser Fokus auf eine Identität halt hinausläuft. Was halt nicht unbedingt das ist, was wir halt haben wollen. Mir ist wichtig, dieser Talk hat jetzt leider nicht mehr die Zeit, irgendwie eine große Kapitalismus oder Staatskritik oder ähnliches zu machen. Das ist jetzt nicht das, was ich hier bringen will. Können wir gerne anschließend machen, überhaupt kein Problem. Aber ich möchte auch sagen, dass selbst wenn man keine Kapitalismuskritik und keine staatliche Kritik halt hat, wir trotzdem in dieser Entwicklung vorsichtig sein sollten, auch aus einfach menschlichen Entwicklungen, ohne zu sagen, dass da jetzt böse Player sind oder gute Player sind, sondern einfach, weil es nicht ganz auf uns passt, dass es das vielleicht versuche rüberzubringen.
Also bei den großen Playern wie Google, Meta und sonst irgendwas werden wir halt irgendwie zu einer sehr, sehr großen Datenwolke, die jetzt im Zeitalter von KI dann halt auch noch gerne sehr weiter noch irgendwie, wir wissen gar nicht, was da passiert, irgendwie angeschaut und sonst irgendwas wird. Dem ist sehr schwer zu entkommen und desto mehr wir unsere Identitätsaspekte, Kontexte und sonst irgendwas da vermischen, desto schwieriger wird da einiges für uns wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das dann alles immer das ist. Manche Sachen mag man mögen, sind vielleicht gut, aber andere Dinge sind vielleicht problematisch. Aber vor allem, wir verlieren die Kontrolle darüber, wenn das halt ist. Und ich denke, wir sollten selbst die Kontrolle darüber haben, wer wir sind. Und zwar jetzt nicht nur mit irgendwelchen Geschlechtsidentitäten, sondern mit allem, was wir halt sind. Dass sie, also wirklich als Mensch diese ganzen politischen Diskussionen einfach mal zur Seite geschoben. Ja, die staatliche Zentralisierung ist in Deutschland, naja, recht lange ein bisschen unrealistisch gewesen und noch sonst irgendwas, aber tatsächlich aus gar nicht mal so schlechten Gründen, weil diese starke Dezentralisierung eine Antwort gewesen ist auf irgendwie so ein paar tausend Jahre, die wir da angeblich in unserer Geschichte gehabt haben. Deswegen sollte man vielleicht auch, ja, wir wollen da ganz, ganz viel, aber dass es so kompliziert in Deutschland ist, hat historisch gesehen tatsächlich gute Gründe, dass wir das so zersplittert haben und dass halt der Datenaustausch so schwierig ist zwischen den verschiedenen Institutionen. Ja, es behindert uns und man muss sicherlich eine Lösung finden, aber auch da muss man vielleicht nicht irgendwie immer alles machen, was halt erstmal ganz toll klingt. Was wir dann nämlich danach haben, ist dann Single Points of Failures, wenn wir halt nachher nur noch alles bei eins haben und nur noch eine zentrale Identität haben und diese Identität irgendwie geklaut, gehackt, gefälscht, sonst irgendwas wird oder halt tatsächlich solche Dinge wie man hat dann mal Scheiße gebaut und man ist mal in den Knast gekommen und das vielleicht auch berechtigterweise, aber dann irgendwann ist man raus und das deutsche Rechtssystem sagt dann ja, du hast dann deine Strafe abgesessen und wir versuchen dich dann wieder zu resozialisieren und ähnliches. Das ist tatsächlich das, was eigentlich unser Rechtssystem versucht zu tun, im Verhältnis beispielsweise zu der USA oder sowas. Und das ist zumindest der Ansatz, der dahinter steht. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber von der Idee her. Und dann muss man auch einfach mal sagen können, okay, wenn das jetzt nicht so dramatisch gewesen ist, dass das jetzt für alle anderen in Zukunft immer relevant zu sein hat, dann muss man auch dann darüber hinwegkommen können. Also gerade sowas mit Jugenddelikten, Jugendstrafen oder sonst irgendwas in der Art, muss dann auch mal irgendwie vorbei sein können. Wir das Recht auch vergessen und ähnliches haben wir auch. Und desto mehr wir das Ganze zentralisieren und verknüpfen, desto schwieriger wird das, wenn halt diese eine Identität aus irgendeinem guten oder schlechten Grund kompromittiert halt ist. Also es ist ja nicht immer alles verkehrt, was da passiert, aber trotzdem sind es halt Probleme, die einfach für die Personen dann nachher Hürden bringen, die dann auch so gar nicht intendiert gewesen sind von diesen, das sind dann so Seiteneffekte oder ähnliches, möglicherweise. Probleme sind halt sowas wie Single Point of Failures, Kontextwechsel wird dann halt immer schwieriger, den wir aber eigentlich brauchen, auch wenn man von einem Job beispielsweise in den nächsten wechselt, ist auch die Frage, darf ich überhaupt meine Kundenverhältnisse mitnehmen oder ist das, wenn ich zum Konkurrenten gehe, ist das vielleicht auch gar nicht so das, was halt irgendwie im Interesse meines Arbeitgebers ist und vielleicht sogar, je nachdem auf welchem Level ich gearbeitet habe, ich vielleicht auch unterschrieben habe, dass da Dinge halt nicht sein dürfen oder sowas in der Art, das kann tatsächlich, oder wenn ich mich selbstständig mache, dann kann das tatsächlich auch dann rechtlich irgendwie schwierig werden. Ja, dann natürlich Datenschutz muss ich wahrscheinlich nicht so zentral darauf eingehen, ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was Sache ist, aber wenn ich mich nur einmal zentral anmelde, da haben wir Probleme, also da definitiv ein Problem, aber ich glaube, die Details haben wir in genügend anderen Talks hier. Kann man es ein bisschen besser machen? Ja, ich würde schon sagen, dass man es ein bisschen besser machen kann. Nichtsdestotrotz, es gibt hier so einen Ansatz wie beispielsweise OpenID Connect, was tatsächlich hinter diesem Ding hintersteckt, wo man halt sagt, hey, wollt ihr auch einen Google-Account, Apple-Account oder sonst irgendwas in der Art? Genau, das ist ein Anmeldeprotokoll. Und zwar dieses basierend Anmeldung bei anderen Websites. Und die Anmeldung dann oder der Kontext wird halt von dieser anderen dann geerbt, also von Google oder Apple oder was auch immer dann. Im Prinzip läuft das so ab, der User schickt halt irgendwie User und Passwort, im Zweifel das Smartphone macht das, aber trotzdem dann halt im Prinzip zu der App, die schickt das dann halt zu dem Authentication Server, was dann halt irgendwie dann bei Google oder sonst irgendwas dann halt irgendwie ist. Gleichzeitig wird halt auch da halt drüber gelenkt halt, bitte sag mal okay und dann sagt halt der Authentication Server ja, ist okay und dann kann man halt irgendwie zu der App halt irgendwie rein und kommt dann halt weiter mit einem Token, so ganz grob. Wie gesagt, das ist kein Technik-Talk,
aber so mal in Schnelldurchgang. So. Die Idee ist, man könnte vielleicht Zeitzertifikate verwenden. Die kennen wir so spätestens von der Covid-Warn-App. Okay, die meisten hier kennen die wahrscheinlich auch sonst ein bisschen was. Aber bei der Covid-Warn-App haben wir gelernt, hey, es muss nicht kompliziert sein, mit den Dingern umzugehen. So ein bisschen was. Also Client-Zertifikate kann man tatsächlich nutzen. Ich kenne die schon ein bisschen länger, weil ich, wie gesagt, schon ein bisschen länger bei CSHERT unterwegs bin und da komme ich dann gleich auch ein bisschen was zu. Genau. Was ist da genau jetzt anders? Wir machen halt immer noch eine Anfrage. Die App fragt dann aber den Authentication Server nur noch, darf der User, während wir, wie wir haben eine Verbindung, wir kennen den Authentication Server ja schon, wir haben zu dem ja schon eine Verbindung. Ne? Das ist ja der, auf den wir uns beziehen bei dieser Sache. Und dem stecken wir halt nur das Client-Zertifikat gegen ab. Und der weiß dann, wer wir sind und hat weitere Relationen und sowas für uns. Und die App erfährt nur, ja, darf das, aber die weiteren Informationen, was dahinter steckt, womit ich dann verknüpft bin und sonst irgendwas, sieht die App gar nicht mehr. Und bekommt halt nur gesagt, ja, der User darf das und dann geht's weiter. Also das ist der korrekte User, bekommt gesagt, aber was genau dann ausgetauscht wird, was genau dann auf der Ebene hier passiert, basierend auf den Zertifikaten, die man auch austauschen kann und ähnliches und die Referenzen dann tauschen kann, weil Zertifikate kann man schön tauschen, E-Mail-Adressen kann man nicht so schön tauschen. Das ist zwischen den Zweien, die sich auch überlegt haben, dass sie sich halt irgendwie vertrauen könnten oder sowas in der Art. Genau, Client-Zertifikate, wie gesagt, kennen wir halt typischerweise auch von E-Mail-Verschlüsselungen, die sind auch Client-Zertifikate. Und wie gesagt, die Covid-Zertifikate sind halt auch durch alle Welt gegangen, erschreckend wenig wussten tatsächlich Bescheid, was das ist, auch tatsächlich hier in der Szene, aber ja, also es sind halt nicht die Server-Zertifikate, die halt man andauernd austauschen muss und die ganze Zeit managen muss, sondern Client-Zertifikate sind halt wirklich auf Personen, also die sich anmelden an dem Server, also es muss keine Person sein, aber in diesem Fall sind das halt personenbezügliche Sachen und es ist halt auch sehr häufig. Ist halt auch die ursprüngliche Idee gewesen, Authentifizierung bei Websites. Ich kenne, glaube ich, zwei, bei denen man das nutzen kann. Eine davon ist CSHERT. Ja, hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, weil Zertifikate immer als sehr, ja, unhandlich angesehen worden sind und die richtig zu pflegen, ist definitiv auch nicht so einfach. Sehe ich auch so, aber vielleicht kann man da auch ein bisschen mal schauen, wie man da mittlerweile vorkommt, weil die Zeit hat sich ein bisschen was verändert, aber die Passwörter hatten sich da halt schon ziemlich durchgesetzt und durchgebrannt. Die Idee ist, wir können dann wenn wir halt auf den Zertifikaten arbeiten, können wir halt mit Passwörter vergessen. Also natürlich muss man sich irgendwie noch gegenüber dem Zertifikat, aber das kann man auch hardwaremäßig und da gibt es ganz viele Möglichkeiten auch ohne zu machen oder vielleicht dann doch mit einem Passwort, das aber halt nicht einfach ein Passwort oder ein Passphrase zu einem Zertifikat. Ja, spielt jetzt hier keine Rolle, aber genau, wir brauchen halt im Zweifel nie wieder Passwörter, sondern kommen halt für allen anderen Kram halt mit unseren Zertifikaten zu Rande. Und zwar, wir können auch ein Zertifikat pro Kontext halt nehmen. Und sie können ausgetauscht werden. Und ja, wir können das alles selbst verwalten, wenn wir das dann machen wollen. Also man ist auch nicht wirklich schwierig, wenn man mal so einmal das ausprobiert hat. Und da kann man sicherlich auch UI-Verse noch deutlich was tun, aber es ist machbar. So, wie gesagt, CSHERT hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. CSHERT ist eine Free- und Open-Source-Software-Sache, eine kostenlose CA, die 2008 oder sowas, keine Ahnung, Ewigkeiten schon da ist, von Mitgliedern für Mitglieder agiert. Also damals gab es halt noch nicht mal kostenlose Server-Zertifikate. Dadurch sind wir halt bekannt geworden, dass wir halt auch Server-Zertifikate gemacht haben vor so einem Unternehmen, was mittlerweile halt der Standard geworden ist. Genau, und das Versprechen war halt, es gibt halt freie Zertifikate, sowohl Client- als auch Server-Zertifikate in verschiedenen Leveln auch für alle Mitglieder. Aber jeder kann Mitglied werden. Also man muss Mitglied sein, um die zu bekommen. Das hier CSHERT-Versprechen ist, du darfst dich auf unsere Zertifikate verlassen, wenn du ein Mitglied bist. Und für unsere Mitglieder gelten dann bestimmte Regeln oder sonst irgendwas. Und wir sagen, dass alle Informationen, die wir in diesen Zertifikaten drin haben, und da sind im Zweifel auch personenbezogene Daten drin, weil die verifiziert sind von uns oder von CSHERT. Genau, es ist ein Web of Trust. Es gibt Identitätsbestätigungen, so ein bisschen was wie PGP, aber
sehr standardisiert und ähnliches und von Mitgliedern über Mitglieder und genau, man kann sich überlegen, ob man das machen will oder nicht. Man kann auch anonyme Certs haben, aber dann natürlich ohne die Identitätsinformationen. Das ist ja die Frage, wie weit man die jetzt in dem Kontext hier nutzen kann. Aber prinzipiell ist es halt eine Identitätsbestätigung dahinter. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle zu CSCERT gehen sollen. Der Kampf ist vorbei im Prinzip, meiner Meinung nach. Vielleicht schaffen wir es mit Sachen, die ich jetzt hier vorstelle, vielleicht wieder interessanter zu werden. Darum geht es mir nicht, dass ich jetzt sage, CSCERT ist die Lösung. Aber die Idee, die ich hier vorstelle, ist die, die ich in den Kopf setzen möchte. Nämlich, der Kontext von CSCERT sind halt Name, Geburtsdatum, Kontakt und E-Mail-Adresse. Die klassischen Sachen, aber man könnte genauso gut von dem Sportverein jetzt halt was machen oder was wird's, dem Hackcenter oder was auch immer, könnte halt auch sowas aufstellen und die dann dort relevanten Informationen dann halt ablegen und die halt verifizieren. Und das Ganze ist, kann halt diese Kontextabhängigkeit darstellen, weil man seine eigene CA theoretisch ja auch irgendwie dann da halt bauen könnte. Und dann machen wir das Open ID Connect zertifikatsbasiert. Also CSCERT arbeitet da halt gerade dran. Aber wenn es halt ist, ist halt eine freiwillige Sache, deswegen dauert das alles ein bisschen länger, aber das Konzept ist da. Das ist Open Source, kann verwendet werden. CSCERT betreibt eine eigene CA, man kann selbst eine eigene CA machen, die ist dann vielleicht nirgendwo verlinkt und vernetzt und sonst irgendwas, aber ein CA hat man ja, also ist technisch fürs eigene Level machbar. Also muss ja nichts sein, was man groß nach außen bringt, das ist ja nur für diese Anmeldesache da. All das, was CSCERT hat, ist Open Source, kann alles verwendet werden, kann man auch woanders teilweise nehmen. Es geht um das Konzept, das beliebig erweiterbar ist. Man kann im eigenen Verein, man kann im eigenen Unternehmen, man kann das im eigenen Bereich halt, kann man sowas aufsetzen und einfach anbieten, wenn es dann halt da ist. Und die relevanten Fakten dort können abgelegt werden und damit könnten wir weitergehen. Ja, man kann auch bei CSCERT einfach, also baut halt diesen Authentifizierungsserver halt auf mit den entsprechenden Keys und Zertifikaten und ähnliches. Jeder kann dann halt das aber auch machen und sich damit vernetzen und man kann sich dann überlegen, mit welchem Server das machen will, ob man nun CSCERT nehmen will oder den eigenen und wenn dann halt irgendwie 5 angeboten werden, desto mehr dann da sind, desto mehr kann man auch kontextweise das halt machen und selbst auch sagen, welchen Kontextzertifikate man da jetzt gerade halt geben möchte oder ähnliches. Man ist da sehr viel flexibler und kommt auch noch von diesen dusseligen Passwörtern weg, was ja eines der großen Probleme mit dem SSO gewesen ist. Also SSO soll ja unser Passwortproblem auch ein bisschen was mitlösen. Man kann die Sachen, die relevant gebündelt gehören, die zu einer Rolle gehören, dadurch bündeln und auch relativ schnell halt hin und her wechseln zwischen den Kontexten und auch selbst halt sagen, okay, ich nehme das jetzt in einen anderen Kontext weg, weil es nicht meine E-Mail oder meine Telefonnummer oder sonst irgendwas ist und auch nicht bei Google ist. Und dieser Authentifizierungsserver hat auch dann nur diese Aufgabe und nichts anderes und ist auch nicht mit irgendwas anderem verknüpft. Kann man machen, aber muss man halt eben nicht. Genau, das ist ein Vorschlag, den ich halt mache. Ich sage nicht, dass das der Vorschlag ist. Meine Idee ist aber, ja, wir sind halt eins mit vielen Kontexten und wir haben verschiedene Persona und das ist wichtig für uns und wir wollen das nicht mischen als Menschen. Bis zum bestimmten Grundpunkt ja, aber danach halt nicht mehr. Und dass wir diese zentralen Identitäten, zu denen es jetzt hingeht, ist nicht das, was auf uns immer passt und wir müssen Alternativen dazu haben. Wir müssen Vertrauen und Identität selbst bestimmen können, wo wir das hernehmen oder ähnliches, pro Kontext, pro Rolle, pro Gegenüber, pro der Firma, mit der wir interagieren oder. Und es gibt alternative Ansätze und mir ist es wichtig, dass man diese Alternativen auch anschaut und dass diese auch für den User nutzbar sind und nicht extrem aufwendig sind und man kann mittlerweile mit Zertifikaten auch halbwegs vernünftig umgehen. Es ist notwendig, dass Systeme für derartige Ansätze halt offen bleiben und dass wir halt nicht immer nur sagen, ja, wir gehen jetzt machen wir doch auch mal, gehen zu Google und Apple und sonst irgendwas, da wird schon wieder mit abgedeckt sein, sondern nein, dass wir halt auch sagen, wenn wir was aufsetzen, sind wir auch offen für andere Sachen, die vielleicht im beruflichen Kontext auch sehr viel sinnvoller sind, auch dort, nicht nur im privaten, wenn man mal hinterdenkt, was denn da alles dranhängt eigentlich an solchen Sachen. Und wir sollten uns nicht auf den großen Playern ausruhen, dass die dann halt solche Dinge allein machen, sondern auch überlegen, was kann man denn alternativ machen und was kann man für den eigenen Kontext relevant machen, weil viele Dinge sind auch nur in einem bestimmten Kontext relevant und nicht halt für alle relevant, sondern nur für den eigenen Kontext und der Rest ist dann uns erstmal egal, was der Mensch dann woanders macht. Genau, und da müssen wir eben schauen, wo ist die Relevanz und wo hören wir auf nachzufragen.
Genau, und übrigens, ich bin Eva Stöwe. Ich habe 6 Semester Jura in der Universität zu Köln studiert und ich habe außerdem Informatik an der Uni Bonn studiert und dort mit dem Schwerpunkt Software Engineering. Und ich arbeite als Senior Consultant im Bereich Output Management und war zwischendurch in Blockchain-Themen wie EOS halt unterwegs. Die Frage ist, wäre das jetzt wichtig für den Talk gewesen? Weiß ich nicht, seid ihr jetzt neugieriger auf die Sachen, was mein Hintergrund ist? Vielleicht ein bisschen mehr als am Anfang. Und wahrscheinlich habt ihr bei euch deutlich mehr gemerkt, dass ich irgendwie Klingonin mache, als irgendwas davon. Genau, habt ihr Fragen? Wenn wir noch Zeit haben, hätte ich noch eine kleine Bonus-Slide, nämlich Fun Fact, wenn wir mal zu MMORPGs oder sowas halt gehen, zu Spielen gehen, die haben das mit diesen Kontextrollen und ähnliches häufig sehr viel besser schon mal abgebildet mit unseren Identitäten, die dann auch wechseln und mit mehreren verschiedenen Rollen, die wir da halt übernehmen können. Aber das ist natürlich nicht ernst zu nehmen, ne? Genau. Genau, habt ihr Fragen? Gibt es Fragen? Keiner? Letzte Chance? Ah, sehr schön. Bitte einmal durchreichen. Also die Frage ist, also wenn wir als User CAZ also benutzen wollen, wir wollen das bei, sagen wir, ich möchte mich bei irgendeinem Akteur oder Entity oder irgendwie das neue Facebook oder so anmelden, also halt von User-Seite, es gibt User, die da sich anmelden wollen, von Entity-Seiten, wer macht damit oder? Ja, also ich nehme nicht an, dass Google oder Facebook oder sonst irgendwas da mitmachen würde und das in irgendeiner Form unterstützen möchte, weil die möchten ihre eigenen Identitätswolken pushen. Aber man kann es ja in anderen Kontexten, es gibt ja ganz, ganz viel, was nicht bei denen ist, was ja für uns relevant sein dürfte. Und wir können es für unsere Hackspaces, wir können es im beruflichen Kontext vielleicht halt auch sagen, wir können es in den Bereichen, wo wir aktiv sind, als irgendwie IT-Bauende im Zweifel halt irgendwo unterbringen. Also ich habe so den Talk so ähnlich schon mal woanders gehalten und da kamen sie auch halt hin, ja stimmt, könnten wir eigentlich für unseren Verein und ähnliches, wäre ja eigentlich praktisch, weil da können wir dann bla 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 und haben dann schon ganz viele Ideen gehabt. Ich sage jetzt, wie gesagt, nicht, dass genau das die Lösung ist, aber ich sage, dass man weiterdenken kann und Alternativen finden kann. Also ja, wir stellen diese, oder CS Heard wird diese Lösung vorstellen, irgendwann demnächst hoffentlich. Hoffentlich zur Frostcon ist es hoffentlich fertig, hoffentlich ehrenamtliche Arbeit und ähnliches. Aber man kann auch anders out of the box denken und andere Lösungen finden und Techniken halt machen. Das ist das, was ich sage. Ja, ich lade ein dazu, sich das von CS Heard anzuschauen, definitiv. Aber ich sage nicht, das ist die eine perfekte Lösung. Genau. Und, aber es ist wichtig, dass wir halt solche Alternativen halt zur Verfügung stellen. Genau. Weitere Fragen? Letzte Chance? Nein? Okay. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank.